Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mad Game Tycoon hier bei Haubitzen Games, genau. Unsere Engine ist upgedatet. Wir sind momentan, glaube ich, gleich auf mit dem Marktführer. Genau, unsere hat auch neuen Features. Habe ich jetzt Mad Game Tycoon gesagt? Mad Games Tycoon natürlich. Oh mein Gott, Hilfe! Das kommt davon, wenn man zu viel Game Dev Tycoon so vorgespielt hat. Also Mad Games Tycoon natürlich, sorry. Aber gut, ich glaube, es weiß jeder, was gemeint war. So, Engine ist up to date. Vielen Dank dafür. Jetzt kommen schon die Konsolen-Controller der zweiten Generation an den Start, mein Gott. Ja, und wir sitzen immer noch in unserer Popelgarage. Und wir haben keine Kohle. Wir haben ja zwar einen richtig guten Entwickler mitsitzen, den alten. Neben dem Haubi, ne? Der kann noch nicht so viel, aber der wird besser, das verspreche ich euch. Ja, und es geht nichts vorwärts. Jawohl! Alter! The hell! Ein Wahnsinnskracher. Die haben 775.000 Gewinn gemacht und wir kriegen 20% Beteiligung. 180.000 stecken auf dem Konto. Bam! Wir haben keine Schulden, das läuft. Wir haben hier einen Arbeitsauftrag, den rattern wir schnell runter und dann würde ich sagen, dann erforschen wir zusätzlich hier gleich mal noch was, und zwar die B-Plus-Geschichte, ne? Dass wir mehr Features in unsere Spiele packen können. Sehr geile Geschichte, sehr geil. So, dann setzen wir gleich mal den alten darüber und den Haubi ebenfalls. So. Vernünftige Mitarbeiter gibt es noch keine. Keine weiteren. Sehr schön, sehr schön. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Oh, die Arzus 2 ist auf dem Markt. Nächste Engine. Hat schon 11 Features. Ui. Nicht gut. 11 Features hat das Ding schon. Verdammt. B Plus ist erforscht. Okay, was haben wir hier? Grafik, 16 Farben. Jetzt haben wir doch erst die 4 Farben bei uns in der Engine drin. Ne? Da müssen wir jetzt die 16 machen. Nein, ich will nicht zur Messe. Das regt mich auf. Moment, sorry. Das kann ich irgendwo ausstellen. Hier, glaube ich, gell? Mad Games, Conventions verbergen, genau, raus damit. Das interessiert mich momentan nicht, da ich nicht zur Messe möchte. Ich habe ja nichts, womit ich auf die Messe kann, ne? Keine Spiele, kein gar nichts. Und dann macht es keinen Sinn, wenn ich jedes Mal die Meldung kriege und dann mich ärgert, dass ich nichts habe. Und dann muss ich es bloß wegklicken. Das will ich natürlich auch nicht. So, die nächste Auftragsarbeit, stopp. Du gehst darüber. Auftragsarbeit, sie ist wichtig, gibt 40.000 Steine. Das muss man mitnehmen. Intro. Ein Intro von 40.000. Wer gibt denn 40.000 für ein Intro aus? Das ist mal tapfer. Das ist mal richtig gut, Freunde. So, was haben wir hier noch? Simple 3D-Engine, aber das kann ich mir nicht leisten. Okay, funktioniert nicht. Haube, dann hilfst du hier mal bitte mit. Dass das ein bisschen schneller geht. Genau, sondern könntest du hier gleich die Engine updaten. Die alte Haube 1 Plus. Da kommt jetzt Grafik in 16 Farben dazu. Kostet 40.000, Wahnsinn, oder? 1 plus plus, ne, das ist dann die Haube 2. Da machen wir dann hier 30.000 draus. Ne, neue Grafik, dann will ich auch mehr Geld sehen, Freunde der Nacht. Geld, gebt mir Geld. Der Haube kriegt gar kein Gehalt. Da steht zwar hier 3.500, aber da ist nichts hochgeploppt. Der Aldi hat 4.500 gekriegt, der Hund. 4.500, Frechheit. Unglaublich. So, Engine ist up to date. Ja, dann müssen wir jetzt wieder warten, ne? Der Klassiker. Jawohl, TechSoft hat gleich mal die neue Engine an den Start gebracht. Das ist sehr gut. Wir kriegen 30.000, heißt, wir können hier unsere simple 3D-Engine erforschen. Das nächste Feature für unsere Engine. Am Anfang verdient man die Kohle halt nur mit den Engines, ne? Mit den Spielen ist da noch nicht viel hinne. Ja, ja, es kriegt nur der alte Geld. Okay, das war jetzt auffällig. So, mach hin. Wir beschleunigen das Ganze auch ein bisschen, ne, dass was vorwärts geht. Sehr schön. Features erforscht, aber wir können es nicht einbauen, weil wir keine Kohle haben. So, die nächste Lizenzierung. Die nächste Auftragsarbeit. Grafiken für Chemco. Bringt 19.000. Wenn das durch ist, können wir die Engine wieder upgraden. Kommt da die 3D-Grafik rein, hervorragend. Update für unsere Haube.
So, 30.000, die 2 plus, genau. Sollen wir da nochmal ein bisschen an der Schraube drehen? Wir gehen mal auf 22%. Ja, ja. Das sollte schon gehen. Auf geht's, Freunde. Komm. Macht hinne. Wir essen zeitig. Was ist hier los? So, The Mad Adventure von Active Vision mit der Haube 2 Engine. Die haben jetzt nicht so viel Gewinn gemacht, aber wir kriegen immerhin 51.000. Das ist besser als nichts. War offenbar nur ein kleines Spiel, was sie gemacht haben. Die Mad Game Awards. Spiel des Jahres UFOs. Naja. So, wie sehen denn die anderen Entwickler eigentlich aus? Firmenwert. Die sind schon 12 Millionen wert. Unglaublich. Wer ist so Solution Studio aktuell? Zirtech mit 1,81 Millionen. Ja, selbst das ist ja schon Wahnsinn, ne? Ich meine, wir sind hier in der Garage. Also, ne, wir sind ja die Bobel-Firma. Wir glauben echt, dass wir mit den Großen mitstinken können. Finde ich ja sehr lustig. Also, wir haben offenbar ein gesundes Selbstvertrauen. Und wir haben keine Features zu erforschen. Nö. Klar, ich könnte jetzt auch erforschen, aber das kostet wohl 50.000 und die Kohle habe ich nicht wirklich. Genres machen momentan auch keinen Sinn, weil wir keine Spiele programmieren. Das heißt wieder warten. Warten und Nase bohren. Kann auch Spaß machen. Ja, ja, genau. Und wir sind schon im Jahre 84. Wir haben einen Angestellten, wir haben ein bisschen Kohle. Wir haben eine Engine am Markt, die Kohle bringt. Pole Position oder Position, Pole Position Manager von Sierra Games. Das ist nicht schlecht, ja. Aber wir können nichts machen im Moment. Das ist echt ein bisschen traurig. Die sitzen da und warten und halten Maul auf dem Pfeil. Gibt es nochmal irgendwelche Stars? Nee, gibt es nicht, okay. Oh, habe ich das gerade richtig gesehen? Schauen, die ersten haben hier schon Ansprüche, ne? Was die Büroausstattung angeht. Ihr Snobs? Ihr verwöhnten Snobs? Nee. Es wird Zeit für ein neues Feature, hallo. Na, kein Konsolen-Feature, na, für meine Engine, verstehst? Ich brauche ein neues Feature für die Engine. Ihr sollt, schau mal, die spielen hier Computer, Monster-Kiddle, sagt er. Ihr sollt nicht Computer spielen, ihr sollt arbeiten. So, jetzt pass auf, Schluss mit dem Spielen. Microprose. Das sollte wohl Microprose heißen. 25.000 für ein bisschen Musik komponieren, das ist doch mal eine gute Geschichte. Musik komponieren. Auf geht's, Leute. Jawohl. 82.000 haben wir. Immer noch keine Features. Stay a while and listen. Ja, genau. So. Neue Engine ist draußen. Die Freescape 2. Jetzt müsste dann wahrscheinlich auch gleich ein neues Feature zum Erforschen kommen. Das geht immer meistens so einher. Ah, ne. Die haben auch 11 Features. Die haben bloß eine für Geschicklichkeit gemacht. Okay. Ja, wenn dem so ist. So, das dauert jetzt echt lang. Das dauert jetzt echt lang. Was würde denn momentan ein Spiel kosten? Was ist das? Adventure Kill haben wir nicht. Okay, wir würden... Krankenhaus, würden eine Wirtschaftssimulation machen mit unserer Wiese Haube 2. Und mit bis zu 10 Features. Du hast keine Zielgruppe ausgewählt für Erwachsene von mir aus. Für den PC... Oh Gott. Ich glaube, da ist Funktion eher wichtig und Spieltiefe ist wichtig bei der Wiesim. Gameplay, Optik. Machen wir so. So, genau. Das würde 329.000 Dollar kosten. Boah. Das sind jetzt aber... Das ist was, das... Nee. Das Spiel wird scheiße, das sage ich euch. Die Kohle kann ich mir sparen. Nee. Die Kohle kann ich mir komplett sparen. Das bringt nichts, da jetzt was auf Pump zu machen. Mehr Spiele per Splitscreen. Ja, mein Gott. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, an die guten alten Splitscreen-Zeiten. Eieiei. Konnte man Siedler haben wir damals, glaube ich. Ich glaube, Siedler war es. Sie haben wir auf Splitscreen gespielt, mein Gott. Siedler, das war Augenkrebs vom Feinsten. Der erste Siedler. Oder am C64, da gab es damals auch so ein
Es war so eine billige Rennsimulation, wo wir zu zweit dran gehockt sind mit diesen Joysticks, mit diesen alten. Diese Joysticks, die sind in schöner Regelmäßigkeit kaputt gegangen. Da gab es ja diverse Joystick-Killer-Spiele, ne? Decathlon und Summer Games und Winter Games und wie sie alle geheißen haben, mein Gott. Das ist 100 Jahre her, da echt 100 Jahre ist das her. So, Update für unsere Engine. Mehr Spieler. So, die Haube 2 plus plus. Was sollen wir plus minus machen, oder? Machen wir plus minus. So, genau. Auf geht's. Oh, das sind ja auch relativ zügig jetzt, die Kollegen. So, und die erste Konsole ist schon vom Markt hier, oder was? Das ist ja unglaublich. Schnell da, schnell wieder weg. Und wir haben keine Kohle mehr, Freunde. Wir überleben, aber wir machen kein Geld. Das ist völlig normal. Das ist völlig normal am Anfang. Und der Katari 5200 ist weg. Die nächste Auftragsarbeit für 41.000 für Sierran. Das nehmen wir gerne mit. Ekelhaft ist es halt, wenn du hier mitten in der Entwicklung bist und dann werden deine Leute krank. Das ist halt ganz übel, ne? Gibt immer noch keine Features. Jawohl, Blitzer hat unsere Plus-Minus-Engine lizenziert. Wir könnten eigentlich nochmal ein Genre freischalten, gell? Irgendwas Billiges. Nochmal Rollenspiel. Rollenspiele sind ja nett. Ich finde Rollenspiele cool. Also, gönnen wir uns das Rollenspiel. Könnten wir jetzt auch eine eigene Rollenspiel-Engine machen, aber ich glaube, wir haben aktuell ein paar andere Probleme. Wimbledon-Tennis. Soundtrack und Grafik. Das Beste momentan. Okay, sehr lustig. So, Rollenspiel ist erforscht. Freunde, was ist los? Der Transportmanager ist draußen von Tigerhead Studios. Tapfer. Was haben wir denn mit unserer Engine schon verdient bis jetzt? 333.000. 12 Features, 22%. Da sind wir voll günstig, ey. Das geht gar nicht. Da muss ich ein bisschen an der Preisschraube drehen. Preis. Da gehen wir mal hier auf 25%. Naja, wir müssen es ja nicht herschenken, also um Gottes Willen. Jawohl, 111.000, Klingeling. Das sehe ich doch gern. Kann ich schon wieder? Nee, ich kann doch nichts erforschen, gell? Oh mein Gott. Hier bei Haubitzen Games, das ist echt ein hartes Brot, stelle ich fest. Das ist richtig hartes Brot. Ja, wir sitzen hier rum. Uns geht nichts vorwärts. Überhaupt nicht. Es gibt auch nichts zum Erforschen. Die nächste Auftragsarbeit und die nächste Engine-Lizenzierung. Pungie Software, vielen Dank für euer Vertrauen. Finde ich gut. Ihr setzt genau auf die richtigen. Ihr setzt auf Gewinner. Oder so ähnlich. Naja. Immer noch keine Features. Ja, die Leute werden übrigens auch im Laufe der Zeit immer besser, aber sie müssen halt irgendwas tun, ne, damit sie besser werden. Jetzt zum Beispiel. Schaut doch mal auf die Werte vom Haubi links, ne, die steigen langsam. Programmierung ist nach oben gegangen. Von 46,6 auf 46,7. Aber die Jobs waren halt jetzt auch relativ schnell beendet, ne, deswegen ist es so, tja, schwierig. So, kein neues Feature. Was haben wir denn jetzt? 45 Wochen lang haben wir hier Sportspiele und Zeichnen im Angebot. Neue Grafikoptionen, jawohl, neue Forschung. Jetzt pass auf. Parallax Scrolling. Sehenswertes und weiches Scrolling. Oder hier die Grafik in 256 Farben. Na klar. Wollen wir natürlich haben. Ja, und die neue Aki 2 Engine kann schon wieder alles. Die sind richtig schnell, die Jungs. Kam jetzt ein neues Feature draußen, gibt es eine neue Engine von der KI. Das ist so ein bisschen gemein. Was ich noch sagen wollte, wenn die Jungs hier besser und besser werden, ich fände es eigentlich sehr sinnig, dass wenn ein Mitarbeiter eine längere Zeit lang nichts macht, dass er dann irgendwie so einen leichten, ja, Skillverfall hat, ne? Wer rastet, der rostet so nach dem Motto, aber es ist momentan wohl nicht vorgesehen. Ich habe mal mit den Entwicklern geschrieben und habe sie mal gefragt, was noch so alles geplant ist und auch so den einen oder anderen Vorschlag gebracht.
Ja, sie haben schon noch eine große To-Do-Liste vor sich. Sie haben auch noch tolle Ideen, was sie alles einbauen wollen. Aber ist klar, dass sie sich da natürlich dann nicht committen, ne? Dass sie sagen, ja, das kommt auf jeden Fall oder das kommt auf jeden Fall. Kann ich auch verstehen, dass sie da ein bisschen zurückhaltend sind, ne? Macht auch absolut Sinn. So, wir machen eine neue Engine, die Haube 3. Mit 13 Features für 30.000, 30%. Ist okay, oder? Ja, würde ich sagen, machen wir. Aber Freunde, machen wir nicht mehr heute, sondern machen wir in der nächsten Folge von Mad Games Tycoon. An dieser Stelle vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.